Die Zwölfe zum Gruße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Herokon Online. Wir haben gerade hier diesem Novizen Ronvard Lausbold geholfen und werden uns jetzt um die nächste Aufgabe kümmern, nämlich Hexenschuss. Stavid Smite hat mich darum gebeten, für ihn ein Paket abzuholen. Ich helfe aus und gehe ein paar Schritte. Gehe in die Kaschemme zur Sonne. Das kommt mir nicht ganz geheuer vor. Okay, das ist aber hier in der Stadt eine Kaschemme. Suchen wir die Kneipe mal auf. Na komm, runter da. Wir hatten ja gerade wieder ein Level-Up gehabt, ne? Können wir die Körperkraft was erhöhen? Können wir. Machen wir doch noch auch direkt. Sehr gut. Wie sieht es mit den Talenten aus? Können wir Schwerter etwas erhöhen? Können wir. Machen wir doch direkt mal. Sehr gut. Ja, jetzt heißt es, Körperkraft auf 22 zu bringen. Und dann können wir mal schauen, wieder irgendwelche Fähigkeiten höher zu kriegen. Aber ich glaube, bis Stufe 30 sollte das eigentlich machbar sein und bis dahin wird es auch etwa dauern, bis ich alle Quests beendet habe, die es momentan gibt. Vielleicht gibt es dahin schon wieder eine neue Gegend, wer weiß. Schauen wir mal. Ah, hier steht die Luft im Raum. Schweine. Alle, überall Schweine. Das beste Bier habe ich zwar nicht, aber es ist billig und es knallt gut. Kaviar zum Gruße. Ach, ihr wollt die Lieferung für Staven Smite abholen? So geht das denn einfach so. Ich kann es ja schlecht jedem dahergelaufen in die Hand drücken, oder? Also, wie heißt der Smite mit Vornamen? Ach du je. Staven. Hat er doch gerade gesagt. Ach, Hesinde, lass Hirn herabregnen. Jetzt hab ich's eben ja doch schon gesagt. Was soll's? Dort drüben ist die Truhe mit der Lieferung drin. Ich schließe sie euch gleich auf. Die Verpackung ist ein bisschen eingerissen. Wenn Staven fragt, ich war es nicht. Ja, okidoki. Travia mit dir. Ja, und auch mit dir. Gerade als du das Paket an dich nimmst, fährt dir ein mächtiger Schmerz in den Rücken und lässt dich nicht mehr los. Ah! Hast du mir in den Rücken gefallen? Auftragskiller. Was soll das denn? Ah, ich stehe wieder. 100 Hämmer schlagen auf deine Wirbel. 1000 maraskanische Pfefferschotenmesser durchtrennen dein Rückgrat. So fühlt es sich zumindest an. Mein Gott, was war das denn? Was zur Hölle haben wir da gerade mitgenommen? Das Paket ist leicht und enthält anscheinend edle Kleidung. Die Zwölfe zum Gruße. Wunderbar, da ist es. Ein Festtagsgewand, das ich mir von meinem meisterhaften Schneider in Kosch anfertigen. Aber was ist denn mit euch? Ja, ist bestimmt vergiftet gewesen, das Zeug oder sowas. Ein Hexenschuss sagt ihr, Saubeutelei, schon wieder? Das tut mir leid, dass es euch damit erwischt hat. Eigentlich war dieser Fluch wohl für mich gedacht. Seit einiger Zeit geht das nur schon so, dass mich Hexenflüche treffen. Mal verwandelt sich Essen in meiner Hand zu Stein, mal bin ich wie vom Pech verfolgt und mit dieser Visage bin ich auch nicht geboren worden, wenn ihr versteht. Ach, sieht doch noch ganz okay aus, abgesehen von den Haaren. Da muss irgendeine Hexe richtig angefressen sein, wenn ich nur wüsste, wer das sein kann. Ich denke, so einige Frauen, ich kenne so einige Frauen. Das muss ein Ende haben. Wenn ihr den Hexenschuss loswerden wollt, müssten wir die Hexe töten. So viel ist klar. Ah, nehmen wir direkt töten. Das hast du nur angestellt in letzter Zeit. Kümmere dich lieber darum. Wenn der Fluch über das Paket übertragen worden ist, muss sich die Hexe daran zu schaffen gemacht haben.
geht gleich nochmal in die Sonne und fragt, wer alles Zugang zum Paket hatte. Dieses Hexenweib kriegen wir doch, oder? Die Zwölfe mit dir. Na, schauen wir mal, was der Wirt dazu sagt. Travia zum Gruße. Kann ich gar nicht nachfragen. Du betrachtest die Truhe, in der das Paket lag, ganz genau. Das schlechte Licht und der Schmutz machen es dir nicht leicht. So, jetzt kann ich den Wirt fragen, alles klar. Travia zum Gruße. Was sucht ihr denn an der Truhe? Einen Heller verloren oder wollt ihr was klauen? Wer sich daran zu schaffen gemacht hat? Niemand. Das Paket für Staven hat ein Bote gebracht. Ich hab's ihm in die Truhe getan und vorhin kamt ihr. Weiß nicht, wem der Kater gehört. Den hatte ich zuvor noch nie hier gesehen. Naja, jetzt kennt er meinen Stiefel und weiß, dass er hier nichts verloren hat. Travia mit dir. Und wieder zurück. Hin und her, hin und her. Hin und zurück. Eine Geschichte eines Ronda-Kriegers. It's a fairy tale. Ups. Die Zwölfe zum Gruße. Ja, Ronda mit dir. Ein grauer Kater hat die Lieferung also beschnuppert. Hakunta hat einen grauen Kater. Und ja, sie könnte etwas sauer auf mich sein. Hakunta ist eine Korbmacherin, die bei Eichhafen haust, ein feuriges Weib. Was haben wir alles zusammen angestellt? Bei Leftan. Ja doch, Hexe, das passt. Sie wird mich ewig verfolgen mit ihrem Flüchen. Um unser besser beider Willen müsst ihr das Weib töten. Dann wird der Fluch enden. Viel Glück. Ja. Die Zwölfe mit dir. Weiß ich noch nicht, wenn ich da eine Alternative finde. Was hast du denn angestellt? Vielleicht geschieht dir das Ganze recht. Hexen sind gar nicht so schlimm, wie alle tun. Ach, und wir haben hier wieder eine neue Quest, die wir direkt mal auf dem Weg mitnehmen. Die Zwölfe zum Gruße. Auf ein Wort, werter Reisender. Ihr seht kraftvoll und athletisch aus. Ganz so, wie es dem Herrn Firun wohlgefällt. Sagt, kommt ihr aus der Gegend von Eichhaven? Habt ihr auf eurer Reise eine dieser abscheulichen Tierfallen gesehen? Ihr wisst doch sicher, dass der weiße Jäger diese Art der Jagd nicht schätzt, oder? In letzter Zeit vermehrt sich die Anzahl der Fallen zusehends und alleine ist es inzwischen kaum noch möglich, alle aufzufinden und unschädlich zu machen. Würdet ihr euch in die Dienste des Herrn stellen und helfen, die Tierfallen zu entdecken und zu beseitigen? Mit einer Zange sollte das recht einfach sein. Ja, wir haben eine Zange bei uns, sehr gut. Falls wir Fallen entdecken auf unseren Reisen, werden wir das doch direkt machen. So, wo müssen wir denn überhaupt hin? Noch etwas weiter. Ah ne, wir sind in Eichhaven. Wir sind richtig. Ah, ganz nah. Perfekt. Suche Hakunta. Die Zwölfe zum Gruße. Wen sucht ihr? Hakunta schlägt ein Sonnenrad und schaut sich argwöhnig um. Flüstert, das Weib mag das Wasser. Aber keines, das fließt, wenn ihr versteht. Räuspert sich. Braucht ihr sonst noch etwas? Zangen sind heute im Angebot. Die Zwölfe mit dir. Wir haben eine Zange. Nehmen wir noch vier weitere. Sehr gut. Hey. Also. Wissen auf jeden Fall nicht zu berichten. Wer ist da draußen? Sehe ich auf der Minimap da. Da ist noch irgendjemand.
Kütterhuhn. Das Huhn ist hilflos an die Falle gebunden. Wann immer Wild über es herfällt, werden sowohl Angreifer als auch Huhn qualvoll sterben. Ja, Falle entschärfen, aber hühot. Wer bist du? Arbor. Schauen wir uns nochmal neu hier in dem Eichhafendorf um. Sie mag das Wasser. Wer bist du? Mira Flüssler. Okay. Das ist er auch nicht. Haben wir irgendeinen Hinweis auf der Map? Haben wir auch nicht. Ich kann mit denen allen nicht quatschen. Weitere Falle. Haben wir irgendeinen Hinweis bekommen, den ich übersehen habe? Ziehen muss um den Fluch haben, wenn ich das gerade als nicht so weh täte. Suche haben. Kunta. Also ich kann mich erinnern, dass letztes Jahr im Sommer es so gewesen ist, dass manchmal ein paar Quests nicht geklappt hatten, wenn man sie gleichzeitig im selben Gebiet auf hatte. Aber das ist ja ein Jahr her. Ich denke mal, das wird ausgebessert. Aber da das hier recht neue Quests noch sind, weil es das neueste Gebiet ist, könnte sein, dass hier auch ein paar Sachen nicht ganz so klappen. Muss mal schauen. Aber sehr wahrscheinlich wird sie irgendwo hier rumtigern. Ah, Hakunta. Die Korbmacherin ist ein sinnliches Weib mit atemberaubenden Kurven, verführerischen Schmollmund und verheißungsvollem Blick. Da ist die Hexe. Willst du sie angreifen oder versuchst du die Angelegenheit friedlich zu regeln und mit ihr zu reden? Ja, auf jeden Fall. Vielleicht kommt ja noch ein kleines Techtelmechtel zustande. Ja? Jetzt sag nicht, du kommst wegen deines krummen Rückens zu mir, um geheilt zu werden. Ich bin keine Heilerin und auch keine Kräuterfrau. Ich mache Körbe. Mein Hexenschuss, dieser Feigling Steven, hat in dir also einen Dummen gefunden, der den Fluch für ihn abkriegt. Was? Das sieht ihm ähnlich. Ein Schwerenöter und ein Raubein ist er. Zuerst betrügt er mich mit einer anderen, dann lässt er mich zusammenschlagen. Hallo? Dem helfe ich nicht. Als ich ihm offenbare, dass ich ein Kind von ihm erwachte. Ich war zwar gar nicht schwanger, wollte ihn nur erschrecken, doch dass er es wagen wollte, mir das Ungeborene aus dem Leib zu dreschen, ewig sei er verflucht. Ich mache dir einen Vorschlag. Du überbringst Steven einen neuen Fluch, indem du ihn mein Kater Morgengrau streichen lässt. Morgengrau reist gerne mit dir. Sobald du das tust, soll dein Fluch enden. Du hast mein Wort in Saturarias Namen. Und jetzt gib diesem brutalen Schläger, was er verdient. Verzieh dich. Ja, das mache ich. Aber erst tun wir noch hier diese Falle entschärfen, die wir gerade sehen. Da unten, das ist bestimmt noch eine Falle. So ist es. Halt, nicht hauen. Ja. Falle entschärfen.
zu, du Mistkerl. Die Zwölfe zum Gruße. Ah, ihr habt der Hexe ordentlich Saures gegeben, was? Jetzt liegt sie in ihrem eigenen Blut und das ist ihr alter Kater, stimmt's? Dann wollen wir ihn auch gleich von seinem Leid erlösen. Gib mal her, dem schlage ich den Schädel ein. Wo willst du denn hin, Biest? Die Zwölfe mit Doing. Dir. Ah, die Zwölfe zum Große. Ah, oh, mein Rücken. Zar, hilf. Das ist ja schrecklich. Jetzt habe ich den Hexenschuss. Und ihr steht wieder ganz gerade. Ah, diese Schmerzen. Die Zwölfe mit dir. Steht dir recht. Ist Kerl. So, machen wir wieder einen Break. Die Zwölfe mit euch, nieder mit dem Namenlosen. Bis zum nächsten Video.